1976. Aufgenommen vom Hochhaus der neu errichteten Kreis- und Stadtsparkasse. Die Hauptstraße mit dem Kriegerdenkmal 1870-71. Ein schön geschnitztes Tor an der ehemaligen Festungskommandantur, heute protestantisches Dekanat. Die Queich bietet malerische Winkel. Die Sandstraße mit dem alten Stadthaus. Die Jakobstraße. Die Oberamtsstraße mit Blick auf das neue Stadthaus, dem ehemaligen Offizierscasino. Die Schillerstraße, Ecke Aufstraße. In weihnachtlichem Schmuck die Hauptgeschäftsstraße Germersheims, die Ludwigsstraße. An der Hochschule mit Blick auf das Sparkassenhochhaus. Die schön gearbeitete Pforte des Hauses Sellinger, daneben eine modern nüchterne Fassade. Die Fischerstraße mit Blick in Richtung Königsplatz. Die Bergstraße. An der protestantischen Kirche die Marktstraße. Ein Blick auf das modernste Germersheim. Entschuldigung, aber das kann in Germersheim schon einmal passieren. Die fleißigen Flieger gehören auch zum Stadtbild. Der Wasserturm, das Wahrzeichen des neuen Germersheim. Das alte Rheinstadion. Im Hintergrund moderne Wohnhochhäuser. Die Wohnanlage am Stadtgarten mit Stadthalle. Die Tennishalle am Sportzentrum. Und das neue Rheinstadion. Die neuesten Wohnviertel westlich der B9, hier mit der Schule für Lernbehinderte und der neuen Hauptschule. Wo früher Tabak und Spargel gediehen, wachsen heute Hochhäuser.
an der Zeppelinstraße, der Verlängerung der Offstraße, das neue Altenwohnheim und Sparkassengebäude. Zwei Betonhochhäuser gehalten in vornehm freundlichem Grau. Ein Blick auf das naturwissenschaftlich-neusprachliche Gymnasium, das damals gerade erweitert wurde. Das neueste Germersheimer Schulgebäude, die Realschule. Ein Blick in die Hertlingstraße, die August-Keiler-Straße. Die Friedensstraße, die Frühlingsstraße. Das Landschaftsbild von Germersheim wird auch heute noch vom Rhein bestimmt. Zwei Brücken überqueren ihn. Die Straßenbrücke und die Eisenbahnbrücke, die an gleicher Stelle erbaut wurde, an der die 1945 zerstörte stand. Der Rhein, Pulsader des Verkehrs in Europa, einmal aus anderer Perspektive. Eines der großen Passagierschiffe der Weißen Rheinflotte. Die Straßenbrücke und der Strom. Aber auch ein herrliches Erholungsgebiet und Naturreservat bietet der Rhein mit seinen Auwäldern und Altrheinarmen den Freunden der Natur. Scheue Fischreiher. Taucher. Schwäne leben hier wild. Bitte Abstand halten, das sind meine Kinder. Bussard bei Mal.
Stelze. Ja. Eine Schwanzmeise beim Nestbau. Der Sänger, die Nachtigall. Meister Lampe. Auch diese Tierchen gab es 1976 noch, wenngleich auch auf größeren Flächen erstmals organisiert eine chemische Bekämpfung erfolgte. Um das einmal zu sehen, muss man allerdings aus dem Auto steigen und solch ein Fortbewegungsmittel benutzen. Es lohnt sich bestimmt. Ein Blick in den Germersheimer Hafen. Wo früher der große Grund mit seinen weiten, feuchten Wiesen lag, breiten sich heute 60 Hektar Wasserfläche mit 5 Kilometer Uferlinie aus. '76 war der Hafen zwar noch nicht ausgelastet, aber einige interessante Industriebetriebe hatten sich an den Ufern schon angesiedelt. Einige davon möchten wir Ihnen vorstellen. Die Firma Freier mit Verladekran und Kieswerk. '71 nahm die Haieglas als Zweigwerk der Haieglaswerke Oberkirchen die Produktion auf. Bei 1600 Grad Celsius wird der sogenannte Gemenge bestehend aus Sand, Kalk und Soda zu Glas geschmolzen. In dieser größten Schmelzwanne Europas werden so bis zu 300 Tonnen Glas pro Tag hergestellt. Mit vier Doppeltropfmaschinen werden nicht nur, wie zu sehen, Weinflaschen produziert, sondern auch andere Flaschen und Konservengläser aller Art. So werden zum Beispiel hier bei Haieglas die leichtesten 0,3 Liter Flaschen der Welt hergestellt mit einem Gewicht von nur 130 Gramm.
Die 250 Mitarbeiter der Haie Glas produzieren jährlich über 300 Millionen Flaschen und Gläser. Das Holzverarbeitungswerk Neudeck und die Europakarton. Papier allein ist Trumpf. In allen Fabriken der Europakarton-Aktiengesellschaft, auch hier in dem 1969 gegründeten Werk Germersheim. Der Hauptrohstoff, Kraftliner genannt, kann getrost im Freien lagern. Dieses hochwertige Papier wird aus Amerika, Kanada und Skandinavien eingeführt und ist durch seine Beschaffenheit wasserabweisend. Auf der Wellpappenanlage werden zwei oder drei Papierbahnen in einem gewissermaßen Ondulierungsprozess durch Hitze und Feuchtigkeit zu Wellen geformt und mit zwei oder drei anderen Papierbahnen unter Anpressdruck zusammengeklebt. Sieben Mitarbeiter sind für diese Hochleistungsanlage, das Herz des Wellpappenwerks im Wert von 3 Millionen D-Mark, verantwortlich. Europakarton erzeugt hier so viel Wellpappe, dass eine Halbjahresproduktion ausreichen würde, die Gemarkungsfläche unserer Stadt zu bedecken, also runde 2000 Hektar. Der Papierverbrauch des Werkes beläuft sich auf nicht weniger als 30.000 Tonnen im Jahr, die per Schiff, Bahn und LKW antransportiert werden. Nur über die Schiene angefahren würden jährlich 750 Eisenbahnwaggons dazu benötigt. Insgesamt beschäftigt das Werk Germersheim der Europakarton 200 Mitarbeiter. Der Werksumsatz liegt bei 35 Millionen D-Mark im Jahr. Die Verarbeitung der Wellpappe erfordert eine ganze Serie von Spezialmaschinen. Sie schneiden, drucken, schlitzen, ritzen, stanzen, kleben und heften, je nach Art und Bestimmung des gerade laufenden Auftrags. Transportverpackungen bis hin zum Großbehälter für eine Tonne Schüttgut werden bei Europakarton hergestellt. Geschwindigkeit und Präzision, große Stückauflagen bei gleichbleibender Güte der Ware, sie bestimmen den Werksalltag im Zweischichtenbetrieb. Die Werksmannschaft kennt die Devise des eigenen Unternehmens von der Idee zur fertigen Verpackung gut. Sie fügt ihr den Germersheimer Arbeitsgrundsatz hinzu und das von gleichmäßig guter Qualität. So steht am Ende der Produktionslinien die Qualitätskontrolle. Und erst nach der Freigabe durch die dort Verantwortlichen verlässt die Sendung die Europakarton. Unweit von dem neuen Germersheimer Hafen, am Rheinufer gelegen, einer der ältesten Germersheimer Industriebetriebe, die Schiffswerft. Die Werft wurde im Jahre 1927 als Oberrheinische Schiffswerft von den Gebrüder Spatz gegründet und im Jahre 1953 durch Eintritt der Reederei Reichel & Co. aus Duisburg, Ruhrort, in die Schiffswerft Germersheim GmbH umbenannt. Seit diesem Zeitpunkt wurde der Werftbetrieb systematisch ausgebaut und modernisiert. Der Betrieb entwickelte sich dynamisch zu einer der führenden Binnenschiffswerften am Oberrhein, die heute eine Slipanlage mit elektrischem Antrieb besitzt, auf der Schiffe mit einer Länge bis zu 110 Meter an Land genommen werden können.
Seit 1953 liefen 67 Schiffsneubauten als Motorfracht und Tankschiffe vom Stapel. Ein Teil von ihnen ist heute als Erztransporter in Indien eingesetzt. In den Jahren 1975 und 76 wurden an französische Auftraggeber Küstentankschiffe von 2800 und 4300 Tonnen Tragfähigkeit geliefert. Monteure der Werft bauten in Zaire und am Tanganyika-See Schiffe zusammen, die in Germersheim vorgefertigt worden waren und per Ozeanriese nach Afrika gebracht wurden. Neben den Schiffsneubauten wurden zahlreiche Umbauten und Modernisierungen durchgeführt. Alljährlich laufen ca. 400 Schiffe die Werft, in der zurzeit 130 Arbeiter und Angestellte tätig sind, zur Durchführung von Instandsetzungsarbeiten an. Als erster Industriebetrieb nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 1946 die Gummersohlwerke Dr. Meyer KG, eine Tochtergesellschaft der Dr. Meyer KG in Germersheim, angesiedelt. Heute beschäftigt die Firma 350 Mitarbeiter. In dieser Maschine werden Kautschukmischungen hergestellt, die von der Muttergesellschaft zur Reifenrunderneuerung benötigt werden. Gleichbleibend gute Qualität ist auch bei Gummersohltrumpf. Ein gut eingerichtetes Labor sorgt für eine ständige Qualitätsüberwachung. In modernen Spritzgussautomaten werden technische Gummiformartikel für viele Industriezweige hergestellt. Und so entstehen Keilwulstringe, die beim Verlegen von großen Rohren zum Abdichten zwischen die Rohrenden geschoben werden. Servierung werden die Gummiteile mit einer Flüssigkeit besprüht. Daneben umfasst das Produktionsprogramm auch ein breit gefächertes Sortiment in Massivreifen aus Gummi und Kunststoff. So werden die Reifen gewickelt. Werden die Reifen mit Pressdrücken bis zu 2000 Tonnen und hohen Temperaturen geformt und vulkanisiert. Reifen werden in Plastikfolie verpackt.
Aerosolerzeugnisse gehen heute über die Bundesrepublik Deutschland hinaus, in zunehmendem Umfang auch an Abnehmer im inner- und außereuropäischen Ausland. Gut. Die Firma Nolde Möbel KG Germersheim ist ein Zweigwerk der Firma Nolde Möbel KG Räder Westfalen, welche zurzeit der größte Kastenmöbelhersteller Europas ist. Mit zurzeit 1200 Beschäftigten ist Nolde der größte zivile Arbeitgeber unserer Stadt. 1974 wurde das Spanplattenwerk der Nolde Span KG der Möbelfabrikation in Germersheim angebaut und in Betrieb genommen. Das Holz wird zu Spänen zerkleinert. In dieser Trommel wird den Spänen das Wasser entzogen, das in dicken Dampfschwaden entweicht. Aufgelockerten Späne werden zu Spanplatten verarbeitet. Das Spanplattenwerk der Nolde Span KG zählt zu den größten und modernsten Anlagen der Welt. Es produziert eine Feinstschichtspanplatte zur direkten Oberflächenbeschichtung. Das Unternehmen selbst wurde im Jahre 1921 in Räder